Unser Land ist zutiefst gespalten. Andersdenkende werden gesellschaftlich isoliert und an den Rand gedrängt. Ob Demonstrationen für Grundrechte, alternative Parteien, alternative Medien oder alternative Arbeitnehmervertretungen, alles, was nicht Mainstream ist, wird markiert und bekämpft. Sicherheitsbehörden registrieren eine stete Eskalation der Gewalt in der politischen Auseinandersetzung von Linksextremen. Anhand des brutalen Übergriffs auf drei Mitglieder der alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil soll beispielhaft aufgezeigt werden, wie Gewalt gegen Andersdenkende entsteht. Die einen liefern die Totschlagargumente, die anderen führen den Totschlag aus. Wer einmal zum Verschwörungstheoretiker, zum Rechtspopulisten oder zum Nazi stigmatisiert wurde, ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Abschuss freigegeben. Die Verantwortlichen aufzudecken, sie einer gesellschaftlichen Ächtung zuzuführen oder sie zur Verantwortung zu ziehen, das scheint Politiker und Medien nicht zu interessieren. Dieser Film soll dazu beitragen, diese Versäumnisse nachzuholen. Am 16. Mai 2020, so gegen 14 Uhr, befanden sich unsere Kollegen Andreas Ziegler, Jens Dippon und Ingo Tuth auf dem Weg zur großen Grundrechtsdemo in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen. Auf dem Weg dorthin wurden sie von einer ca. 40 bis 50 Mann großen Horde überfallen und brutalst zusammengeschlagen. Alle drei wurden durch diesen Überfall erheblich verletzt. Also die Antifa-Schläger sind einfach aus dem Nichts von da unten auf uns zukommen. Zuerst sind sie dann auf eine Gruppe von anderen Leuten zugelaufen, die gerade ihr Fahrzeug verlassen haben. Aber dann lief einer von denen einfach auf die Straßenmitte, hat dann in die unsere Richtung geschaut und einfach geschrien, hier sind sie. Danach sind sie über uns hergefallen. Also ich bin so schwer verletzt worden, dass ich wochenlang im Koma gelegen bin und laut der Ärzte in Lebensgefahr geschwebt habe. Als ich gesehen habe, dass die es auf uns abgesehen hatten, versuchte ich wegzukommen. Es war aber schon zu spät. Die haben mir Tränengas ins Gesicht gesprüht und mich mit einem Gegenstand geschlagen. Eine Zeugin sprang aus dem Auto und zerrte mich rein, dass ich erst einmal geschützt war. Der Überfall war generalstabsmäßig, also fast schon militärisch geplant. Antifa-Speer hatten weitergegeben, dass wir da sind, und dann ging's los. Die haben ja schon in der Vorwoche an genau der gleichen Stelle Leute von uns gejagt und wollten die überfallen. Mich haben sie erst später erkannt und brutal zusammengeschlagen. Vorher habe ich noch gesehen, wie sie über Andreas hergefallen sind. Selbst als er schon auf dem Boden lag, wurde er weiterhin gegen seinen Kopf getreten. Bei dem Überfall wurde ich so schwer verletzt, dass ich auf dem linken Auge fast blind bin. Ich habe auf einem Auge jetzt nur noch 2% Sehleistung. Es ist für mich absolut unverständlich, wieso die Polizei die ganze bekannte Gefahrenlage da nicht gesehen hat. Die etablierte Presse reagierte verhalten. Lediglich von einer kleinen Rangelei am Rande der Querdenker-Demo wurde berichtet. Erst durch die Berichterstattung alternativer Medien wurde das ganze Ausmaß des Überfalls einer breiten Öffentlichkeit bewusst. Nach der Tat wurde die Ermittlungsgruppe Arena einberufen. Umfangreiche Ermittlungen folgten, die dazu führten, dass mehrere Personen als Beschuldigte identifiziert wurden. Knapp 1,5 Monate nach dem brutalen Angriff auf einen Demonstranten im Vorfeld der Corona-Demo hat die Polizei am Morgen in 7 Städten die Wohnungen von 9 Tatverdächtigen durchsucht. Dabei wurde ein 21-jähriger Mann festgenommen. Zwei Täter müssen sich nun in einem ersten Prozess als Angeklagte verantworten. Im Zuge des Verfahrens erhielten die Anwälte der Nebenkläger Einsicht in die Ermittlungsakten. Diese bestätigten den gleich zu Beginn geäußerten Verdacht. Die Tat ist nur erklärbar, wenn man die Verbindung der Antifa zu Akteuren der IG Metall und deren Hetze gegen das Zentrum kennt. Die Verbindung aus Tätern und Hintermännern ist bei diesem Angriff klar nachweisbar. Was sind deren Strategien und wie rechtfertigen die Akteure ihr Handeln? Bei Lichte betrachtet erheben alle im DGB organisierten Gewerkschaften und dort insbesondere die IG Metall für sich den Anspruch, dass sie das alleinige Sprachrohr, dass sie die einzig wahren Interessenvertreter für Arbeitnehmer sind. Sie geben vor, dass sie parteipolitisch neutral wären, was aber nicht stimmt.
Reihenweise finden sich Funktionäre dieser Gewerkschaften bei der SPD, den Linken, den Grünen und anderen linken Organisationen. Wer dort nicht das Hohelied Hoch die internationale Solidarität mitsingt, stört dort nur. Wer also geglaubt hat, der Marxismus hätte ausgedient, muss sich nur einmal etwas näher mit den DGB-Gewerkschaften beschäftigen. Um ihre Mitglieder und Funktionäre auf Linie zu bringen, sitzen die nicht selten in entsprechenden Fortbildungen. Bei diesen Fortbildungen geht es dann zum Beispiel darum, wie Marx und seine Idee des Kommunismus heute durchgesetzt werden könnte. In einem Videoformat einer Organisation mit dem Namen Marx 21 unterhalten sich Professor Klaus Dörre, Professor für Soziologie an der Universität Jena, der IG Metall-Funktionär und Betriebsrat bei Daimler in Untertürkheim, Michael Klaus, sowie der Moderator von Marx 21 über das Thema Krise und Klassenkampf im 21. Jahrhundert. Bei Marx 21 handelt es sich nach eigenem Verständnis um, Zitat, das Netzwerk versteht sich als Teil der neuen Linken. Wir wollen mit unseren Ideen und unserem Einsatz dazu beitragen, die Partei Die Linke zu stärken. Im Netzwerk arbeiten Marxisten zusammen, die sich aus unterschiedlicher Sicht auf die historischen Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung beziehen. Das ist halt das Problem in einer Fabrik, letztendlich dann die Bandarbeiter, die eben nicht sich die Mühe machen wollen. Professor Dörre sowie Michael Klaus werden zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wichtig werden. Ein weiteres Übel für die Arbeitnehmer sind neben der ideologischen Ausrichtung viele Akteure im DGB und die Verstrickungen von IG Metall-Funktionären mit den jeweiligen Unternehmensführungen. Die Allianz zwischen Konzernlenkern und linken Arbeitnehmervertretern hat neben einer Art legalen Korruption, die bekannt wurde unter der Bezeichnung Co-Management, vor allem ein verbindendes Element. Auch wenn ihre Motivation aus scheinbar gegensätzlichen Haltungen heraus erfolgt. Was für die global agierenden Konzerne die Globalisierung ist, das ist für die Gewerkschaften die Internationalisierung. Beide sind dabei bereit, vor allem eines zu opfern. Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, vornehmlich die in Deutschland. Den angeblichen Arbeitnehmervertretern der IG Metall hat bislang immer in die Hände gespielt, dass ihnen in den Betrieben keiner widersprochen hat oder widersprechen konnte. Sie hatten jahrzehntelang die Deutungshoheit und eine wesentliche Kontrolle über das, was in einem Betrieb, in einer Einrichtung Thema ist oder eben nicht Thema ist. 2009 war damit allerdings Schluss, weil da haben wir die Alternative Gewerkschaftszentrum gegründet. Jetzt waren wir in der Lage, Themen wie Korruption, Co-Management oder eben die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland unter tatkräftiger Mitwirkung von hohen IG Metall-Funktionären zu thematisieren und endlich auch mal öffentlich zu machen. Als Zentrummitglieder standen wir schon früh unter Druck und wurden laufend denunziert. Zuerst wurde das nur mit uns im Betrieb gemacht, aber später auch in der Öffentlichkeit. Umso heftiger die Anfeindungen wurden, umso deutlicher hat sich vor allem gezeigt, dass IG Metall und Antifa da wirklich eng zusammenarbeiten. Das ist immer offensichtlicher geworden, dass hier wirklich enge Verbindungen bestehen und ja sogar Doppelfunktionen vorhanden sind. Paul Klemm beobachtet die extremistische Szene seit Jahren. Er kennt die Stichwortgeber und Hintermänner. Also wir beobachten eine Art Arbeitsteilung zwischen linken Parteien, DGB-Gewerkschaften und etablierten Medienmachern, die mit vereinten Kräften daran arbeiten, unerwünschte Organisationen wie zum Beispiel Zentrum Automobil zu zerstören. Und in deren Propaganda wird der politische Gegner völlig entmenschlicht, mit der Absicht, ihn quasi für vogelfrei zu erklären. Weil ist das Werk erstmal vollbracht, jemanden als Nazi bezeichnen zu können, dann kann Schreckliches passieren, siehe Andreas Ziegler, weil dann kommt die Antifa, dechiffriert diesen Codespruch Nazis raus und führt ihn seinem eigentlichen Sinn zu, weil Nazis raus heißt in solchen Kreisen faktisch nichts anderes als Nazis angreifen. Diese Einschätzung wird bestätigt durch eine Aussage eines Zeugen, welcher unmittelbar am Geschehen des Überfalls vom 16.05.2020 zugegen war. Entsetzt von der brutalen Vorgehensweise der Täter, schrie dieser schockiert einen der vermummten Rädelsführer mit den Worten an, ob dieser nicht ganz normal wäre. Daraufhin äußerte der maskierte Schläger,
Beruhige dich, das waren nur Nazis. Die einzige Verbindung zwischen den Opfern und der Antifa stellt die jahrelange Hetze der IG Metall und die Verstrickung mit der gewaltbereiten Szene dar. Wir arbeiten ja nicht mit denen am Fließband oder so zusammen. Die einzige Verbindung, die da besteht, ist die IG Metall. In den Stuttgarter Nachrichten vom 25. Mai 2020 hat die Pressesprecherin der IG Metall das hier abgewiesen. Aber das ist doch völlig lächerliche Pressearbeit zur Schadensbegrenzung, da die Verbindungen so offensichtlich sind. In den Stuttgarter Nachrichten vom 25.05.2020 wies die Pressesprecherin der IG Metall Stuttgart, Anaik Geißel, die nach der Tat erhobenen Vorwürfe von Zentrum Automobil zurück. Wir haben damit nichts zu tun. Die IG Metall und die Antifa seien in keiner Weise miteinander verstrickt, wie Zentrum Automobil das darstelle. Ich war am 5. Dezember 2019 vor dem Prozess am Landesarbeitsgericht mit dabei. Da standen Antifa und direkt daneben, wie man auf dem Bild sehen kann, Michael Klaus, Adnan Yürigli, Mehmet Ali Akseki, Sebastian Zeising, Fotini Kiose und Michaela Kapratzki. Mit Ausnahme von André Kaufmann sind alle andere Betriebsräte im Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim, wo ja auch die drei Opfer arbeiten. Das sind sozusagen deren Kollegen. An dem Tag waren neben weiteren Betriebsräten wie Revilla auch hohe Funktionäre des DGB da. Zum Beispiel IG Metall-Sekretärin Nadine Boguslawski. Sie ist Mitglied im Aufsichtsrat der Daimler AG. Dann noch Antonio Potenza oder Maren Domenica. Aber vor allem eben der DGB-Landesvorsitzende Baden-Württemberg, Martin Kunzmann und Kuno Bruno Hägele, Geschäftsführer Verdi Stuttgart. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir ja noch gar nicht, dass einige Funktionäre der IG Metall mit mindestens zwei Beschuldigten im Linksextremistenprozess bekannt sind und sich in der Chatgruppe Notzentrum zusammengeschlossen hatten. Auch die Antifa selbst hat über diesen Tag, wo das Foto entstanden ist, geschrieben: Ein gemeinsamer Kampf. Gewerkschaften und antifaschistische Bewegung können nur gemeinsam erfolgreich sein. Die Daimler-Leute, nicht nur der alternative Kern, fanden uns cool. Die Proteste richtig, auch genau so und die Bullen scheiße. Sie haben uns das mehrfach rückgemeldet. Der Kontakt besteht weiter und es gibt auch Zusicherungen. Sie wollten sich auch gegen Aktionen wie die gegen Hilburgers Gültestein-Auftritt mehr einbringen. Das Wichtigste ist der Kampf im Betrieb gegen Zentrum. Wir können das vor allem von außen unterstützen und ergänzen. Wie eng die Verzahnung im Fall der IG Metall Stuttgart mit der Antifa jedoch ist, zeigt ein Gruppenfoto, das bei einer gewalttätigen Demo gegen Zentrum am Rande eines Prozesses vor dem Landesarbeitsgericht Stuttgart entstanden ist, bei der ein Polizist verletzt wurde. Darauf sind Funktionäre der IG Metall und Aktivisten der Antifa zu sehen. Gemeinsam hinter dem Banner mit gewaltbereiten Linksextremisten steht der IG Metall-Sekretär André Kaufmann, direkt daneben der IG Metall-Betriebsrat Michael Klaus und ein halbes Dutzend weitere IG Metall-Funktionäre. Mit Ausnahme von Kaufmann sind alle Funktionäre Betriebsratsmitglieder im Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim, jene Arbeitsstätte, in dem die drei Opfer arbeiten. Sie sind sozusagen deren Kollegen. Mit eingereiht in die Aktion gegen Zentrum hatten sich an dem Tag hohe Funktionäre des DGB. Innerhalb der DGB-Gewerkschaften wird linksextremes Gedankengut offenkundig toleriert. Die Gewerkschaften sind bestens vernetzt mit Parteien und Medien und sie pflegen Kontakt zum gewaltbereiten Arm der Antifa. Dafür haben wir sichere Beweise. Also durch die Wahlerfolge von uns bei den Betriebsratswahlen hatten die Kollegen jetzt nicht nur eine höhere und sichtbare Stimme, sondern das kostet die IG Metall natürlich auch Mitglieder und viel, viel Geld. Mit diesem Mitgliederverlust und uns als erstmalige Opposition in den Betrieben verlieren die jetzt immer mehr an Stärke und Einfluss, vor allem an Deutungshoheit in der Belegschaft. Mit Argumenten können sie uns nicht schlagen, da wir gute Arbeit leisten. Also hat die IG Metall von Anfang an auf Hetze gesetzt. Wir waren Spalter, Rassisten und so weiter und das waren aber nur die höflichsten Vorwürfe.
Zur Betriebsratswahl 2018 ist die Hetze gegen uns dann auch öffentlich eskaliert. Da kam es dann erst in und dann auch außerhalb der Firma zu Anfeindungen und sogar zu Presseberichten, die uns negativ darstellen. Über mehrere Eskalationsstufen hinweg kam es dann zu den Ereignissen vom 16.05.2020. Mit Beginn der Grundrechte-Demos in Stuttgart nahm die Antifa die von anderen gelegte Fährte auf. Mit Fahndungsplakaten wurden unliebsame Personen, die bei Querdenken gesichtet wurden, markiert. Am 25. April 2020 wurde dann Oliver Hilburger, also unser Gewerkschaftschef bei Zentrum, in der Nähe des Landtags in der Stuttgarter Innenstadt nach einer Grundrechtsdemo Opfer eines linksextremen Überfalls. Am 9.05.2020, also eine Woche vor dem Mordanschlag auf Andreas Ziegler, wurden Mitglieder von Zentrum an genau der gleichen Stelle auf der Mercedesstraße auf dem Heimweg von der Grundrechtsdemo von vermummten Antifa-Schlägern überfallen und fast zusammengeschlagen, konnten da aber rechtzeitig fliehen. Drei Linksextremisten haben einen Sprengstoffanschlag auf einen Redner bei der Querdenker-Demo verübt. Es kam nur zu keinen Verletzten, weil der Sprengkörper zum Glück nicht hochgegangen ist. In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 2020, also einen Tag vor dem Überfall auf unsere drei Kollegen, wurden drei LKWs mit Lautsprechertechnik, die für die Querdenker-Demo bestimmt waren, durch Sprengstoffanschläge beschädigt und wurden praktisch von den Linken abgefackelt. Es gab mehrere eindeutige Anzeichen, dass die linksextreme Gewalt von Woche zu Woche zunahm. Naja, so agieren nur Personen, die sich sicher sein können, dass ihnen eigentlich nichts passieren kann, weil die Ermittlungsbehörden auch nur wenig Interesse daran zeigen, Delikte gegen vermeintliche oder tatsächliche Rechte zu verfolgen. Die Nichtreaktion auf den schweren Übergriff entlarvt die Mainstream-Medien. Es fehlt an der angemessenen Reaktion seitens der Medien, die in Fällen mit umgekehrter Täter-Opfer-Konstellation sonst anzutreffen ist. Selbst der Konzern, in dem die drei Überfallenen arbeiten und in dessen innerbetriebliche Auseinandersetzung die Wurzel dieser Eskalation zu liegen scheint, schweigt sich aus. Erst durch alternative Medien bekommen Opfer ein Gesicht, werden Täter benannt und die Hintergründe des Überfalls eingeordnet. Das war einer der heftigsten Übergriffe, die es jemals gab. Und die etablierte Presse hat dazu erst einmal gar nichts geschrieben und sprach dann später von einer kleinen Rangelei am Rande der Querdenken-Demo. Bei so ziemlich jedem Anlass äußert sich das Unternehmen und macht sonst was für Schweigeminuten, für alles Mögliche. Aber wenn eigene Kollegen wirklich direkt vor den Werkstoren von IG Metall-Sympathisanten halbtot geprügelt wurden, tja, dann heißt es nur, man äußert sich nicht zu den externen Ereignissen. Also jeder merkt doch, was dahinter vorgeht. Jeder merkt, dass hier einfach mit zweierlei Maß gemessen wird. Wäre die Täter rechts, wäre Welle der Empörung das durch das Land gezogen. Eine Sonderaussendung nach der anderen würde ausgestrahlt werden. Solidaritätskonzerte und was weiß Gott was, was würde es da alles geben? Also öffentlich hat die IG Metall eine Woche nach dem Überfall auf uns so eine halbherzige Pressemitteilung rausgebracht, aus sich weder glaubhaft distanziert, noch die Aufkündigung ihrer Netzwerke mit den Schlägern verkündet oder ihre extremistischen Mitglieder vor die Tür gesetzt. Die glauben, dass einfach Gras darüber wächst und das niemand interessiert. Das kauft denen doch niemand mehr ab. Seit Jahren wird das extremistische Vorfeld mit Gewerkschaftskohle aufgebaut und vollgepumpt. Häuser, Veranstaltungen, Ausbildungen, das fällt ja nicht irgendwie vom Himmel, sondern kommt unmittelbar von Mitgliedsbeiträgen der Arbeitnehmer und Angestellten. Wenn du in so einem Verein bist, bezahlst du monatlich dafür, dass Kollegen für die falsche Meinung totgeschlagen werden. Eine Woche nach dem Übergriff tauchte im Internet auf der bekannten linken Plattform Indymedia ein Bekennerschreiben als Rechtfertigung für den Überfall vom 16. Mai 2020 auf. Darin eindeutige Hasstiraden gegen Andersdenkende, der Aufruf zu mehr Gewalt und die Ankündigung, weiter an der Gewaltspirale gegen alle Andersdenkenden zu drehen, wenn die Unterstützung in der Gesellschaft reif dafür ist. Im Bekennerschreiben heißt es wörtlich: Es geht uns mit körperlichen Angriffen darum, das öffentliche Auftreten der Faschisten so weit wie möglich zu unterbinden. Wir treiben den gesundheitlichen, organisatorischen und materiellen Preis dafür in die Höhe. Sie sollen mit Schmerzen, Stress und Sachschaden rechnen
und dadurch möglichst isoliert, gehemmt, desorganisiert und abgeschreckt werden. Politische Gewalt ist in dieser Form aktuell auch für die Teile der Bevölkerung, die wir erreichen und einbeziehen wollen, als unvermeidlicher Teil des politischen Kampfes gegen die Faschisten verständlich. Auch wenn das nicht in jeder Situation der Maßstab sein kann. Wir bezweifeln, dass eine härtere Linie unabhängig von der Umsetzbarkeit auf viel Verständnis stoßen würde. Wir gehen davon aus, dass wir als Bewegung momentan nicht stark genug wären, dieses Level in größeren Teilen und auf lange Sicht zu halten. Also das ist an Menschenverachtung nicht mehr zu überbieten. Die sprechen ganz klar davon, dass zurzeit die Unterstützung in der Gesellschaft noch nicht groß genug ist, gezielte Mordanschläge durchführen zu können. Damit sagen sie sozusagen zwischen den Zeilen, dass gezielte Mordanschläge kommen, sobald die Unterstützung da ist und sie das Level halten können. Und diese Antifa, von der dieser Text veröffentlicht wurde, kann im DGB-Haus in Stuttgart ein- und ausgehen und sogar ein rotes Büro im IG Metallhaus in Waiblingen unterhalten, in dem einmal monatlich zu Treffen eingeladen wird. Unfassbar. Ja, Unterstützung finden linksextreme Täter, sofern es überhaupt zu einer Anklage kommt, bei Organisationen wie der Roten Hilfe. Dort arbeiten Juristen, die es sich quasi zur Aufgabe gemacht haben, Linksextremisten in ihrem politischen, oft militanten Kampf zu unterstützen. Es gibt aber eine Bedingung dabei. Die Bedingung ist, dass man nicht mit den Behörden zusammenarbeitet. Also sollte einer der Delinquenten mit der Polizei reden, dann würde er sofort die Unterstützung der Roten Hilfe verlieren. Wie dem Anschein nach seriös wirkende Persönlichkeiten die Eskalation befeuern, soll die nachfolgende Aussage einzelner Akteure verdeutlichen. Professor Dr. Klaus Dörre ist Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie am Institut für Soziologie der Universität in Jena. Er war bereits zweimal Wahlmann in der Bundesversammlung, die den deutschen Bundespräsidenten wählt. Er wurde dabei jeweils von der Thüringer Linken benannt. Er referiert bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und forscht zum Thema Rechtspopulismus unter Arbeitnehmern. In der Sendung Report Mainz vom 27. Februar 2018 äußerte er sich klar zur Aufstellung von alternativen Betriebsratslisten. Ich mach mal einen gewagten Vergleich. Solche Listen sind wie ein Krebsgeschwür. Wenn man es in Ruhe lässt, wenn man nichts tut, dann wuchern sie weiter. Diese menschenverachtende Aussage führt in den Ohren linksextremer Gewalttäter zu dem, was man tut, um ein Krebsgeschwür zu bekämpfen, nämlich komplette Vernichtung. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man denen, die klar Antifa sind, den Rücken stärkt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Tja, darüber müssen wir sprechen mit Matthias Quent, Direktor vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Einen schönen guten Tag nach Jena, Herr Quent. Matthias Quent, 1986 in Thüringen geboren, studierte Soziologie, Politikwissenschaft und neuere Geschichte an der Universität Jena und der University of Leicester. Er ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die, wie Sie hier sehen können, in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die umstrittene Amadeo-Antonio-Stiftung hat ein neues Projekt. Mit linken Historikern will sie die Kontrolle über die Aufarbeitung kommunistischer Verbrechen der DDR an sich ziehen. Oft wird er als sogenannter Rechtsextremismus-Experte inszeniert. Tatsächlich gehört er selbst zum linken Milieu und ist deshalb keineswegs nur objektiver Beobachter. Das Zentrum bezeichnet Quent in einem Interview mit dem Spiegel als ganz klar rechtsradikale Organisation. Es ist ja so, dass die Schläger bei der Antifa ihre Opfer nur in ganz seltenen Fällen persönlich kennen. Also sie greifen Personen an, die zuvor von anderen zum Ziel erklärt worden sind. Und auch die Rechtfertigung für ihr gewalttätiges Handeln leiten sie von Aussagen der Stichwortgeber ab. Und diese Stichwortgeber, die müssten sich endlich mal dessen bewusst werden, was ihre Worte anrichten, was für Taten ihren Worten folgen. Michael Häberle ist Betriebsratsvorsitzender im Mercedes-Benz-Werk in Untertürkheim sowie Mitglied im Gesamtbetriebsrat. Aufsichtsratsmitglied in der Daimler AG und Vorstandsmitglied der IG Metall Stuttgart.
Er ist somit einer der einflussreichsten Akteure in dem Betrieb, in dem die drei Opfer des Übergriffs arbeiten und wirken. Er äußert sich auf dem Gewerkschaftstag in Nürnberg 2019 über die alternative Gewerkschaft. Diese braune Bremsspur ernährt sich bei uns ausschließlich durch die Angst der Kolleginnen und Kollegen vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und durch die Sorge, was die Zukunft bringen wird. Wenn Michael Häberle in seiner Funktion als Betriebsratsvorsitzender des Mercedes-Benz-Werkes in Untertürkheim, wenn er als Mitglied im Aufsichtsrat der Daimler AG und Mitglied im Vorstand der IG Metall Stuttgart hier Menschen als braune Bremsspur abqualifiziert und abwertet, dann muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, zumindest mittelbar dazu beigetragen zu haben, was Andreas, Jens und Ingo widerfahren ist. Es gibt weitere Akteure der Hetzkampagne gegen das Zentrum, welche die Spannungen durch gezielte Provokation anheizen und mit zielgerichteter Hetze den geistigen Boden für Gewaltakte schaffen. José Miguel Revilla ist im Betriebsrat im Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim und Vertrauenskörperleiter der IG Metall. Wie auch Häberle ist er Mitglied im Vorstand der IG Metall Stuttgart. Jene Geschäftsstelle, die vorgibt, keine Verbindung zur Antifa zu haben. Revilla ist einer der aktivsten Hetzer gegen die Mitglieder der Gewerkschaft und gegen alle, die nicht in sein politisches Konzept passen. So spricht er auf einer antifaschistischen Kundgebung den Mitgliedern von Zentrum ab, Menschen zu sein. Vielleicht werden ja wissen, dass es im Werk Daimler und Mercedes unter Türkheim ja auch so ein paar Menschen, ja, sollen wir sie Menschen nennen, unterwegs sind unter dem Pseudobegriff Gewerkschaftszentrum. Das alles passiert wohlgemerkt nach dem Übergriff vom 16. Mai 2020. Michael Klaus ist ebenfalls Betriebsrat bei Mercedes-Benz in Untertürkheim. Zusätzlich ist er als IG Metall-Funktionär Mitglied in der großen Tarifkommission in Baden-Württemberg. Er ist einer der bundesweit einflussreichsten Strippenzieher im organisierten Kampf gegen das Zentrum. André Kaufmann ist IG Metall-Sekretär im Bereich Waiblingen-Ludwigsburg. Von 2013 bis 2017 war er für den Standort Untertürkheim zuständig und übernahm dort den aktiven Part, das Zentrum zu bekämpfen. Er hat gemeinsam mit José Miguel Revilla Vorträge über das Zentrum gehalten, unter anderem im Lilo-Hermann-Haus sowie im Roten Büro der IG Metall Waiblingen auf Einladung entsprechender Antifa-Kreise. Dass die IG Metall auch aktive Antifa-Kader anzieht, denen es ja genau nicht um die Belange der Arbeitnehmer geht, zeigt da zum Beispiel auch dieser Tim Neumann. Tim Neumann ist Sprecher des Anti-Rechtsbündnisses Rems-Murr. Der Pädagogikstudent begründet seine Mitgliedschaft in der IG Metall mit dem politischen Kampf gegen rechts. Die IG Metall sei dafür eine Machtbasis. Zu seinem Bündnis gehören neben Splittergruppen der gewaltbereiten Szene wie dem antifaschistischen Aktionsbündnis Stuttgart, der antifaschistischen Aktion, der antifaschistischen Perspektive Ludwigsburg, der antifaschistischen Linken Rems-Murr oder der offenkommunistischen DKP und der MLPD, so auch die IG Metall Ludwigsburg, in der André Kaufmann Gewerkschaftsfunktionär ist. Wir haben es mit einer Terrorgruppe zu tun. Wir haben das Bekennerschreiben der Antifa nach der Tat. Wir wissen nunmehr, dass die Antifa kalkuliert Gewalt, auch tödliche Gewalt, einsetzt, um ihre politischen Ziele zu verwirklichen. Und eine solche darauf gerichtete Beweisaufnahme hat die Kammer nun mal nicht durchgeführt. Dass wir überhaupt Aufnahmen haben, haben wir nicht der Polizei zu verdanken, nicht der Staatsanwaltschaft zu verdanken, sondern dem Medienteam von Zentrum. Die haben schnell Aufnahmen geliefert, wenn sie weit entfernt waren. Aber aus diesen Auflösungen hat man dann Rückschlüsse geschlossen, wer jetzt da dabei gewesen sein könnte. Nach dem Übergriff am 16. Mai hat die Ermittlungsgruppe Wasen der Kripo Stuttgart die Ermittlungen übernommen. Am 2. Juli gab es dann 9 Hausdurchsuchungen. Wir haben das aus der Presse erfahren und waren erstmal positiv überrascht, dass etwas übernommen wurde. Und es gab ja im Endeffekt nur das Material von unserem Filmer und kaum andere Spuren. An dem Tag,
hat die Polizei den ersten Hauptbeschuldigten Joel Petzold verhaftet. Nach dem Überfall hatte die Polizei ja damals 5 Verdächtige auf der gegenüberliegenden Neckarseite am Großmarkt kontrolliert und Beweise gesichert. Wir wussten damals schon, dass die Spur entscheidend wird. Auf den Schlaghandschuhen vom Petzold wurde dann auch später DNA-Spuren vom Andi gefunden. Und das hat gereicht, um den Petzold erstmal in U-Haft zu bringen. Dann wurde Dia Akpinar verhaftet. Ein V-Mann in der linksextremistischen Szene hat Akpinar identifiziert und gesagt, er sei dabei gewesen. Er hätte mit einem hammerähnlichen Gegenstand auf Ziegler eingeschlagen. Wir vermuten, dass es mehrere V-Männer sind aus einer Aktennotiz der Staatsanwälte. Benannt wurde nur einer, der nicht ausgesagt hat und der auch nicht benannt werden muss. Das ist prozessual so vorgesehen. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass bei einem Aufmarsch am 16.05. ein bekannten Aufmarsch, ein Protest der Protestaktion der Querdenker auf dem Wasen, dass da keine Polizisten an der Mercedesstraße gewesen sein sollen. Und wir haben seitens der Nebenklägervertretung festgestellt, dass die Polizisten sich zurückgezogen haben. Aber man gibt uns die Protokolle, die gerichtlichen, die polizeilichen Protokolle nicht. Die würden wir gerne einsehen, um auch zu erfahren, warum es zu diesem Rückzug kam. Warum dort kein Polizist war, für uns eigentlich nicht nachvollziehbar. Bei jeder kleinen Protestkundgebung sind Dutzende von Polizisten da und ausgerechnet dort nicht. Ein DNA-Abgleich mit Akpinar und der Pistole vom Tatort, wo ein Haar aus der Patronenkammer sichergestellt wurde, hat dann den Akpinar als Täter überführt. Der Gerichtsprozess gegen Petzold und Akpinar begann dann am 19. April in Stammheim. Dass es überhaupt zu einem Prozess gekommen ist, muss man als Erfolg werten. Die linksextremistische Szene hat da regelrecht geschäumt. Die haben sich dann zum Prozessbeginn mit 100 vermummten Leuten vors Gericht gestellt und Prozessbeobachter bedroht und damit ja im Endeffekt jedes negative Klischee selbst erfüllt. Wir haben versucht, das alles so gut wie möglich zu begleiten. Aber neutralen Prozessbeobachtern war der Zugang zum Verfahren so gut wie nicht möglich. Momentan angeklagt sind Joel Petzold, der aus einem wohlsituierten Hause stammt. Im gut gelegenen Reihenhaus der Eltern finden sich in deren Bücherregal Bücher von Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin. Er unterhält sich nach der Tat mit seiner Mutter in einem Chat. Blödmann, hast du das Video geschaut? Ja. Das ist doch scheiße. Körperliche Gewalt geht gar nicht. Der Chef von Zentrum Automobil hat in einer Band gespielt, die den Soundtrack fürs NSU-Bekennervideo gestellt hat. Trotzdem muss keiner davon totgeprügelt werden. Naja, da wird deutlich, wie die Hetze und falsche Anschuldigungen als Rechtfertigung für so eine Tat nehmen. Akpinar ist der zweite Angeklagte. Der ist ja schon wegen linker Rohheitsdelikte vorbestraft. Petzold musste nach der 6-monatigen U-Haft entlassen werden. Allerdings sitzt Akpinar immer noch im Knast, weil er ohne festen Wohnsitz ist, fluchtgefährdet sei und wegen seiner Bewährungsstrafen ja sowieso nicht auf freien Fuß gesetzt wird. Philipp Huppenthal ist in diesem ganzen Netzwerk offenbar eine zentrale Schlüsselfigur. Der Huppenthal hat laut Auskunft des LKA Baden-Württemberg ein Antifa-Camp namens Unterlüsen bei Bergen-Belsen besucht. Bei der Hausdurchsuchungswelle Anfang Juli 2020 wurden bei ihm 15 registrierte SIM-Karten gefunden. Das Handy, von dem haben sie erst 2,5 Monate nach der Tat unter komischen Umständen sichergestellt, nachdem Huppenthal bei der Polizei ein paar beschlagnahme Gegenstände abholen wollte und den Besitz des Handys abgestritten hat, obwohl er ja kurz davor mit der Polizei noch telefoniert hat. Eine Datenauswertung von dem Handy durch die Polizei liegt bis heute nicht vor. Da haben die Ermittlungsgruppen Arena und Stadion einfach nicht weiter ermittelt. Und obendrauf kommt jetzt da noch, dass die Beweisanträge der Nebenklägeranwälte allesamt abgebügelt wurden. Julia Kecko war in einem Übergriff einer der ersten Querdenken-Demos in Stuttgart mit dabei, als die Antifa Oliver Hilburger vor dem Landtag überfallen hat. Der Vorfall wird auch gerade in einem anderen Verfahren geklärt. Linus Pugnet kandidierte für die Satirepartei Die Partei. Da vermuten Beobachter auch, dass er vermutlich die dritte verpixelte Person ist, die bei einem Vortrag gegen Rechte im Betrieb von dem IG Metall-Betriebsrat Revella
und des IG Metall-Funktionärs André Kaufmann auf dem Podest sitzt. Pugnet tauchte auch häufig bei radikalen Aufmärschen vor dem IG Metallhaus in Waiblingen auf. Das Wichtigste ist aber, auf seinem unverschlüsselten Telefon wurde die WhatsApp-Gruppe No Zentrum und die ganzen Kontakte zu den Tatverdächtigen gefunden. Die radikalen Verstrickungen der IG Metall reichen tiefer. Während der Dreharbeiten zu dieser Dokumentation stellt sich heraus, dass der Tatverdächtige Linus Pugnet und Tim Neumann ein und dieselbe Person sind. Damit wäre mindestens einer der Tatbeschuldigten vom 16. Mai 2020 unter seinem Pseudonym bekennendes IG Metall-Mitglied. Pugnet taucht bei vielen Gelegenheiten zusammen mit der IG Metall auf, wie auch hier hinter Miguel Revilla. Während Revilla spricht, scheint Pugnet unter dem IG Metall-Pavillon die Lautsprecheranlage zu bedienen. In seiner IG Metall-Jacke taucht Neumann ebenfalls bei einer extremistischen Kundgebung in Waiblingen auf, im radikalen Hausprojekt Lilo Hermann in Stuttgart und auf Gewaltdemonstrationen gegen Andersdenkende, wie hier in Althütte. Nur eine Woche nach dem Angriff auf die drei alternativen Gewerkschafter wird Pugnet in Stuttgart bei einer Extremistendemo gegen die AfD abgefilmt. Die IG Metall duldet nicht nur radikalste Personen in ihren Reihen auf Kundgebungen, sondern scheint diese sogar gezielt einzubinden. Als Sprecher des Bündnisses gegen Rechts tritt er dann als smartes Gesicht des gewaltlosen Antifaschismus auf. Mit dieser Masche werden vermeintliche Aufklärer dann in Talkrunden und Expertenkreise eingeladen, um zu warnen. IG Metall-Mitglieder des Bündnisses und sogar die Behörden mussten davon gewusst haben. Die Polizei hat noch weitere Leute ermittelt, zum Beispiel Maxim Janssen. Janssen kennen wir ja schon, seitdem er bei der Demo vor dem Landesarbeitsgericht neben DGB-Landeschef Kunzmann stand. Maxim Janssen. Er steht auf der Demo vor dem Landesarbeitsgericht neben DGB-Landeschef Kunzmann. Er ist mit Petzold in einer Signalgruppe mit dem Namen NGG-Gang verbunden, was vermutlich für die DGB-Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten stehen soll. Darin reden sie über Antifas in der Gewerkschaft. In der Anklageschrift werden weitere Beschuldigte genannt, denen laut Pressemitteilung in separaten Verfahren der Prozess gemacht wird. Aygün Altay. Er äußerte sich im Rahmen der Hausdurchsuchung zu seiner Mutter. Sag nichts, eine falsche Aussage von dir und mein Kopf rollt. Weiterhin sagte er während der Hausdurchsuchung, dass er nach seiner Festnahme am Tattag mit weiteren Maßnahmen der Polizei gerechnet habe und deshalb die Zeit genutzt hat und sauber gemacht habe. Das hätten die anderen auch getan. Bei der Hausdurchsuchung wurde auch ein IG Metall-USB-Stick gefunden, der aber leider bisher nicht ausgewertet wurde. Nach der Hausdurchsuchung wurde vom Anwalt des Beschuldigten ein Brief versendet, wo die Herausgabe von Einzahlungsbelegen in Höhe von 60.000 Euro auf das Konto des Arbeitgebers des Beschuldigten gefordert wurde. Wofür und von wem das Geld kam, interessierte die Ermittler offensichtlich nicht. Im Rahmen der Ermittlungen und dank der Datenauswertung stießen die Ermittler also auf eine heiße Spur, welche die Verbindung zwischen den Tätern und IG Metall-Funktionäre beweist. Die Chatgruppe mit dem Namen No Zentrum auf dem einzig verbliebenen Handy eines der Beschuldigten Linus Pugnet. Was dort überwiegend geschrieben und diskutiert wurde, ist nur anhand der dürftigen Ermittlungsfetzen bekannt. Propaganda und Hass gegen das Zentrum und seine Mitglieder, persönliche Einschätzungen von führenden Funktionären. Nach derzeitigem Stand waren 58 Teilnehmer in dieser Hassgruppe aktiv. Doch die Ermittler wollten oder durften keine weitergehenden Ermittlungen durchführen und die Hintermänner der Tat aufdecken. Trotz intensiven Nachfragens, die Chatprotokolle bleiben lückenhaft. Ich sehe das auch als eine unzureichende Ermittlungsarbeit an. Und dass uns hier erzählt wird, da war keine Polizei, keiner wusste, dass die angreifen. Die gehen militärisch rein, schlagen alles kurz und klein. Einer liegt halb tot am Boden und dann sind wir wieder weg. Und dann gibt es keine Kameraaufnahmen. Die Polizei geht 10 Tage später erst vor Ort und guckt mal, ob Aufnahmen da ist.
Das sind alles so Sachen, die werden in diesem Prozess nicht aufgearbeitet. Ja, also da eine andere Kammer in einem BTM-Verfahren oder sowas, da wird alles Mögliche gemacht. Da werden alle Handys durchforstet und da wird auch Kritik geübt, wenn die Polizei vielleicht schlampig arbeitet. Das alles findet hier nicht statt. Doch allein die bekannten Namen in der Gruppe bergen Sprengstoff in sich. Nach dem Übergriff vom 16.05.2020 hat die Polizei bei 9 Verdächtigen die Wohnungen durchsucht. Der Verdächtige Joel Petzold wurde festgenommen. Die Täter sind bestens vernetzt. Auf dem unverschlüsselten Handy des Verdächtigen Linus Pungier wurde eine Chatgruppe mit dem Namen No Zentrum entdeckt. Diente die Chatgruppe der Vernetzung zwischen IG Metall und Antifa und der Vorbereitung des Angriffs? Neben Pungier liest auch der Tatverdächtige Philipp Puppenthal im Chat mit. Über die 50 anderen Chat-Teilnehmer ist bislang nur wenig bekannt. Hier hat das Gericht geblockt und eine Offenlegung aller Teilnehmer und was sie geschrieben haben verhindert. Der Skandal? Mindestens 2 ranghohe IG Metall-Betriebsräte des Mercedes-Benz-Werkes Untertürkheim sind ebenfalls im Hasschat. José Miguel Revilla und Michael Klaus. Beides IG Metall-Betriebsräte bei Daimler. Nicht nur das. Administrator ist ein gewisser André K. Die Handynummer passt auf den IG Metall-Gewerkschaftssekretär André Kaufmann. Im linken Lilo-Hermann-Haus in Stuttgart hat der Tatverdächtige Linus Pungier zusammen mit André Kaufmann und José Revilla Vorträge mit dem Titel »Rechte im Betrieb ersticken« gehalten. Dort wurden auch die Vorbereitungen für die gewalttätige Blockade vor dem Landesarbeitsgericht in Stuttgart getroffen, wo die IG Metall und die Antifa zusammen aggressiv gegen alternative Gewerkschafter und Polizisten vorgingen. Mit dabei André Kaufmann, José Revilla und Michael Klaus. Auch der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann, selbst ehemaliger IG Metall-Gewerkschaftssekretär, war vor Ort, direkt neben Kunzmann. Der Tatverdächtige Maxim Janssen, bei dem wegen des Überfalls auf 3 Kollegen am 2. Juli 2020 die Polizei eine Hausdurchsuchung durchführte. Janssen taucht auf der Gewaltdemo auch neben dem Täter einer Morddrohung gegen Journalisten auf. Kaufmann, Revilla, Klaus. Alle sind IG Metall-Funktionäre. Die aggressive Demo fand vor dem Deutschen Gewerkschaftsbundhaus in Stuttgart statt. Die IG Metall ist Mitglied im DGB. Bei der Demo vor dem Landesarbeitsgericht in Stuttgart waren auch mehrere Betriebsräte und Funktionäre anwesend. Alle sind Mitglieder der IG Metall. Auf dem Handy des beschuldigten Petzold befand sich eine Chatgruppe mit dem Namen NG Gang, wo er sich mit dem beschuldigten Janssen über Antifas in der Gewerkschaft unterhielt. NGG steht für die Gewerkschaft Nahrung, Genussmittel und Gaststätten, die auch im DGB ist. Tim Neumann ist der führende Kopf der Antifa-Gruppe OTRMK in Waiblingen, einem Landkreis neben Stuttgart. Auch er war Teilnehmer der Demo vor dem Landesarbeitsgericht in Stuttgart. Neumann und das Antifa-Treffen Rems-Murr betreiben im IG Metallhaus Waiblingen das Rote Büro. Regelmäßig finden dort Antifa-Veranstaltungen statt. Im Mai kam es aus dem IG Metallhaus in Waiblingen zu einem Übergriff auf Andersdenkende. Die IG Metall behauptet, nichts mit Linksextremisten zu tun zu haben. Im Vorstand der IG Metall Stuttgart sitzt aber der Daimler-Betriebsrat und Chatgruppenmitglied José Miguel Revilla. Ebenfalls dort die Gewerkschaftssekretärin Nadine Boguslawski, die wir bereits von der Blockade des Landesarbeitsgerichtes kennen. Auch im Vorstand Michael Häberle, Betriebsratsvorsitzender des Daimler-Werks Untertürkheim. Beide sitzen wiederum im Aufsichtsrat der Daimler AG, bei der auch die 3 Opfer des 16. Mai arbeiten. Hier schließt sich der Kreis. Das Geflecht zwischen der gewaltbereiten Szene und höchsten Funktionären aus DGB und IG Metall ist nicht mehr zu leugnen. Zwischen diese Kreise passt kein Blatt Papier. Das Netzwerk aus Funktionären und Linken wird durch Mitgliedsbeiträge der Arbeiter und Angestellten finanziert und durch einflussreiche Kreise geschützt. Die politisch weisungsgebundene Staatsanwaltschaft
sieht hier aber keinen Bedarf, diese Strukturen zu beleuchten. Das Gerichtsurteil im Wasenprozess vom 13. Oktober mit langjährigen Haftstrafen trifft nur Bauernopfer, aber nicht die wirklich Schuldigen des Überfalls. Wir erinnern uns. Der eine ist der bundesweite Kopf im Kampf gegen das Zentrum, bundesweit vernetzt und gern gesehener Gast in einschlägigen Veranstaltungen. Der zweite ist einer der öffentlich in Erscheinung tretenden Hetzer auf der Straße und bei Vorträgen vor Antifa-Aktivisten. Der Administrator der 58 Personen umfassenden Chatgruppe No Zentrum heißt anhand der Ermittlungsakten André K. Hier, wie auch in allen anderen Fällen, wollten oder durften die Ermittler keine weitergehenden Ermittlungen durchführen. Staatsanwaltschaft und Richter ebenso wenig. Alle Anträge diesbezüglich wurden abgelehnt. Das Werk Unter Türkheim ist das Werk, in dem sich Kollegen aufgemacht und die alternative Gewerkschaft Zentrum gegründet haben. Alle genannten Funktionäre haben seit Jahren aktiv gegen das Zentrum gearbeitet und sind maßgeblich an der Eskalationsspirale bis zum heutigen Tag beteiligt. Diese Leute stehen in direkter Verbindung zur gewaltbereiten, linksextremen Szene und einige sind mit den Beschuldigten eng befreundet. Direkte Unterstützung dieser Szene, zum Beispiel die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten des Roten Büros im Gebäude der IG Metall Rems-Murr als direkter Nachbarkreis von Stuttgart. Dieses Vertrauen gegenüber dem Rechtsstaat können wir in solchen Prozessen nicht aufbringen. Und es wäre auch naiv zu meinen, dass der Staat hier alles daran setzt, diese Verwicklung. Also man muss es ja mal sehen, also wenn die Gewerkschaft da mit drin hängt, dann hängen auch Politiker mit drin irgendwo. Weil hinter der Gewerkschaft stehen natürlich, weiß ich nicht, sozialdemokratische, irgendwelche grünen Parteien oder sowas, die da irgendwie mit denen verbandelt sind. Und darauf wollen wir natürlich hinaus. Wir wollen darauf hinaus, was sonst gang und gäbe ist, distanziert euch von Gewalt. Das passiert nicht. Eine Baerbock, die sagt dann halt, für mich ist die Antifa nicht linksextrem und sowas. Ne? Und so haben wir es ja auch gesehen im Landtag. Es wird ja beantragt, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen damals. Und dann haben die gesagt, was, warum denn? Lass doch die Polizei arbeiten. Ja gut, wie diese Arbeit aussieht, sehen wir. Am Ende stehen zwei Bauernopfer, ein Jugendlicher und ein Kurde. Und dann wird dann halt gehofft, dass die als fremdenfeindlich angesehene Opposition endlich Ruhe gibt und die Medien haben sich sowieso nicht für den Fall sonderlich interessiert. Die Eskalation in pure Gewalt, bei der selbst Tote in Kauf genommen werden, ist für uns ohne Zweifel im Zusammenhang zu sehen mit der jahrelangen Hetze von einschlägig bekannten IG Metall-Funktionären. Die IG Metall und der DGB stellen die einzig logische Verbindung zwischen der gewaltbereiten und linksextremen Antifa und uns dar. Es gibt sonst keinerlei Verbindung, nicht im Betrieb und nicht in der Öffentlichkeit. Unsere Arbeit richtet sich in erster Linie an Arbeitnehmer in den Betrieben und Einrichtungen. Diese unheilvolle Allianz ist für uns eindeutig nachgewiesen. Hier haben Funktionäre der IG Metall sich ihre Kontakte zu gewaltbereiten Schlägern zunutze gemacht, um eine missliebige Konkurrenz uns ausschalten zu können. Jedem IG Metall-Mitglied muss spätestens jetzt bewusst sein, dass er mit seiner Mitgliedschaft und seinen Mitgliedsbeiträgen auch Linksextremisten unterstützt, die jede Organisation und jede Person diffamiert und mit Gewalt bedroht, die nicht ins eigene Weltbild, in ihr verqueres Weltbild passen. Die Situation in Deutschland hat sich in den letzten Jahren drastisch verschlechtert. Eine kritische oder abweichende Meinung zum Mainstream zu äußern, kann eine soziale Ächtung bis hin zur Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz nach sich ziehen. Wenn jegliche Kritik an bestehenden Verhältnissen, wie am Beispiel von Zentrum Automobil, auf die im Film beschriebene Art bekämpft wird, mündet das in einem immer weiter ausufernden Totalitarismus. Die Stigmatisierung von Andersdenkenden erinnert an Stasi-Methoden. Diese Mechanismen müssen erkannt werden. Nur so lässt sich die Spaltung der Gesellschaft verhindern.